Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft Sky. Gestern kam ja leider gar kein Video auf meinem Kanal. Der Grund war dafür, dass ich ja bei der Jury-Sitzung des Bundes- oder des Minecraft-Wettbewerbs für Meere und Ozeane war. Video dazu kommt übrigens auch, ne? Ich habe da einen kleinen Vlog gemacht. Ich weiß noch nicht genau, wie gut und cool der wird, aber ich meine, er wird immer gut und cool. Also von dem her gibt es da auf jeden Fall Spannungen zu erwarten. Ich habe auf jeden Fall nur eine Folge bis Mittwoch vorproduziert und für Donnerstag hatte ich leider keine mehr, weil ich das alles am Montag gemacht habe, weil ich am Wochenende davor auch noch weg war und ja, mehr war da leider nicht drin an dem Tag, deswegen gab es da leider kein Video. Okay, wir machen heute aber weiter und bevor wir weitermachen, ich möchte mal wieder die Viewer ein bisschen mit einbinden. Wir haben ja nach dem Update drei neue Modifikationen dazu bekommen, und zwar Thaumcraft, Twilight Forest und Logistic Pipes. Und wir haben ja zurzeit unser Lagersystem hier von NIO, ich habe das schon mal in einer anderen Folge angesprochen. Ich habe auch schon die Inventory Panel jetzt auf jede Etage gemacht, damit wir überall direkt craften können, nicht immer hier nach unten rennen müssen. Und jetzt gilt an euch die Frage, deswegen die Infokartenabstimmung oben rechts, jetzt einfach mal klicken. Wollt ihr lieber, dass wir das Inventory System von NIO behalten und damit weiter die ganzen Sachen machen? Oder sagt ihr lieber, wir sollen auf Logistic Pipes umswitchen? Problem daran ist nur, ich habe Logistic Pipes noch nie benutzt und es sieht irgendwie super kompliziert aus, aber ob es super kompliziert ist, weiß ich noch nicht genau. Oder dritte Möglichkeit, sollen wir so einen Mischmasch aus beiden machen? Das heißt, das wäre dann so, dass das Lagersystem primär über das Inventory Panel bleibt. Das heißt, wir haben hier unsere ganzen Items, unsere ganzen Kisten und so weiter angeschlossen. Allerdings, solche Sachen wie zum Beispiel Autocrafting würden dann über Logistic Pipes laufen, weil sie ja über NIO nicht möglich sind, glaube ich zumindest. Es ist zwar teilweise möglich, aber nicht so, dass man Sachen bestellen kann oder so. Oder wäre auch möglich, aber total kompliziert und nicht wirklich konstant. Deswegen wäre das ein bisschen doof. Okay. Fangen wir aber mit der heutigen Folge an, das war genug gebabbelt, glaube ich. Der Peter hat sehr viel in Thaumcraft weitergemacht und wir haben ja mal ganz am Anfang schon gesagt, wir teilen uns immer die ganzen Rezepte. Das heißt, wenn man nicht hier, sondern in dem Research Table irgendwas erforscht, dann kriegt man da so eine Rolle und die kann man duplizieren. Das war das Erste, was wir uns gelernt haben, damit wir praktisch immer die Erfolge in Thaumcraft teilen können. Ist nämlich sehr cool, wenn man das machen kann. Und deswegen, wir lernen jetzt einfach mal, wie 7 Stück sind das hier. Das erste Arcane Levitator, das habe ich in der Folge gesehen bei Peter. Der Warren Focus Excavation, das ist sehr cool. Dann haben wir Magical Towel. Wir haben Metal Transmutation. Warren Focus Equal Trade, das ist sehr cool. Node in the Jar und Metal Purification. Okay, jetzt haben wir einiges gelernt. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Hier haben wir ganz viele neue Dinge. Die, wenn ein Stern leuchtet, dann heißt das, wir haben neue Sachen gelernt. Node in a Jar ist nämlich Number One. Das heißt, wir könnten uns jetzt theoretisch eine Node klauen, aus zum Beispiel den Twilight Forest, und die hier bei uns im Haus aufstellen. Dann immer wieder aufladen, damit wir unsere Zauberstäbe daran vollsaugen können. Werden wir auf jeden Fall tun und ich bin gespannt, wann wir das tun und wie wir das machen. Peter wird ja heute Abend oder gestern Abend wahrscheinlich, hat Peter auch gestreamt. Das heißt, vielleicht haben wir zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich schon eine Node. So, Thaumaturgy, hier geht's weiter. Wir haben einmal One Focus Excavation. Okay, Frost haben wir noch nicht, Shock haben wir noch nicht, aber wir haben Equal Trade. Focus Pouch wäre vielleicht auch noch ganz cool. Wir könnten mal gucken, ob wir den erforschen. Aber ansonsten machen wir hier einfach mal weiter. Eine Magic Tallow, gar nicht Towel. Mein Gott, was machen die? Metal Purification, okay, das sind die ganzen Sachen wieder vor. Metal Transmutation. Das kennen wir auch schon. Moment, DOS. Wir gehen wieder zu. Artefakte. Okay. Arcane Ear. Okay, ich glaube, da hat Peter nicht so viel weitergemacht. Kann das sein? Okay, das ist soweit schon mal ganz gut. Ich denke, wir werden so für den Anfang auf jeden Fall One of Excavation und Walker One of Equal Trade benutzen. Equal Trade ist natürlich ziemlich cool. Damit können wir zum Beispiel Steine austauschen. Das heißt, wir könnten hier die Stone Bricks zu Holz austauschen oder zu was auch immer. Aber wollen wir heute nicht tun. Ich denke, das werden wir dann auch irgendwie im Stream machen oder in irgendeiner anderen Folge. Heute würde ich unser Lager gerne wieder ein bisschen erweitern. Und zwar nach unten hin. Wie gesagt, wir gucken mal, wie sich das noch ändert, je nachdem, was ihr abstimmt und was wir dann schlussendlich mit den mit Logistikpipes noch machen. Wir haben ja hier zurzeit einige Kisten dran, aber bei dem wird der Platz langsam auch wieder knapp. Und deswegen habe ich gedacht, man könnte vielleicht das hier unten mit das Lager benutzen. Ich weiß noch nicht genau wie, das ist nämlich so das größte Problem. Vielleicht macht man hier so einen zweiten Gang mit dazu. Und dann hat man hier irgendwie die Kisten mit dran. Ich meine, an sich muss man an die Kisten ja nicht hin, aber es wäre natürlich cool, wenn man sie trotzdem irgendwie hätte. Warte, wir gucken gerade mal. Wir haben Tyrian und Stone Bricks. Gucken wir, hier unten haben wir auch einen. Dann holen wir uns mal ganz kurz Stone Bricks. Haben wir davon noch welche? 3000. Natürlich haben wir noch Stone Bricks. Und wir brauchen noch Tyrian.
Und zwar Russell Futuristic Armor Plating. Außerdem natürlich noch ein bisschen Enlightened Clear Glass. Und dann können wir uns gleich mal daran machen. Ich würde jetzt sagen, in etwa hier so einen Raum bauen. Ich würde den Raum ziemlich gleich aufbauen wie den hier jetzt auch schon. Das heißt, von der Gestaltung her genauso wie davor, damit das eben zum anderen Zeug passt, das wir schon gebaut haben. Und was mit der Tür ist? Ich glaube, eine Tür haben wir gar keine richtige, ne? Kann das? Oh, warte mal. Leckt das hier gerade? Es leckt in der Tat. Was ist denn da los? Ich glaube, meine Einstellungen waren falsch. Jetzt soll es ein bisschen besser sein. Ich hoffe es zumindest. So, nach dem Update lief es bei mir tatsächlich schlechter als vor dem Update. Vor dem Update hatte ich so 50 FPS in meinem Haus. Jetzt habe ich noch so 25, 30 um den Dreh. Das ist irgendwie manchmal nicht ganz so nice. Aber warte mal, wir sollten... Okay, wie wir das hier machen? Warte mal, wir lassen hier einfach auch noch einen Platz frei. Dann gehen wir hier wieder 4 nach drüben. Oder wir gehen einfach mal komplett hier an den Rand mit dazu und verbinden das hier mit Glas. Macht das Sinn? Ich weiß nicht genau. Wir machen es einfach mal. Ich meine, es geht ja nur darum, dass man hier hinten noch alles sieht, was davor war. Und ich brauche unbedingt wieder Kobalt. Ich würde mir nämlich mal eine richtige Pickaxe machen wollen. Also kann man hier noch an die Farm und wir können hier drüben immer noch an den Rest hin. Ja, die Ecke ist nicht ganz so geil, aber egal. Wird man später eh nicht mehr sehen. So, Kisten sind jetzt folgendes. Wir kriegen ja von hier oben irgendwo die Kabel runter. Und am besten wäre es natürlich, wenn man die verstecken könnte. Das heißt, wenn sie nicht unbedingt sofort auffallen. Aber wie wir das machen am besten, das ist die andere Frage. Hey. So, warte mal. Machen wir hier wieder Stonebricks hin. Dann davor in Light the Nether Clear Grass. So, bam, bam, bam. Und there we go. Okidoki. Dann Kisten lieber cool setzen oder Kisten lieber effizient setzen? Eine Idee, die ich vielleicht hätte, wäre ja, so eine Art, wie soll man das sagen, so eine Art Turm aus Kisten zu machen. Würde dann etwa so aussehen. Ich hatte das in Novus, zum Beispiel im Autocrafting so. Und dann war das praktisch alles so miteinander verbunden. Warte. Zack. Und das würde dann noch so weiter nach oben gehen. Bis ganz an die Decke? Ja, komm, wir machen es mal gerade bis ganz an die Decke. Dann können wir immer noch gucken, ob das passt oder nicht so ganz. Wir müssen nur schauen, dass die Kisten auch richtig gedreht sind. Soll von außen auch noch halbwegs schön aussehen. Und dann hätten wir damit 16 Kisten. Das wiederum könnten wir jetzt so anschließen. Gut, das sind eigentlich nur Müllkisten, deswegen ist es so egal, wie sie stehen. Pass auf, wir holen uns im Item-Konnitz. Item Conduit, da 144. Und wir brauchen Remote Awareness Upgrades. Das ist wieder nicht gesinkt. Wie viel können wir uns davon machen? Nicht so viele, ne? Was fehlt uns denn dafür? Wahrscheinlich Silicon, Eye of Ender? Eye of Ender. Ne, das haben wir noch. Silicon haben wir auch noch. Conduit, Beine haben wir auch noch. Dann Electrical Steel. Kann ja nichts anderes mal sein, ne? Okay, warte, dann machen wir uns das mal ganz kurz. Das war Silicon, Coal und Steel. Okay, gerade wieder ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt und jetzt sehen die FPS schon wieder um einiges besser aus als gerade eben. Und dementsprechend können wir jetzt hier wieder weitermachen. Ich habe Electrical Steel gerade geschmolzen. Allerdings war unser Crafting gerade hier unten. Es schmilzt auch gerade noch mehr. Das heißt, wir können uns, sobald wir hier mehr haben... oh, und genau, wir müssen Speed-Upgrades wieder machen. Denn das ist mir super spät aufgefallen eigentlich erst. Wir haben ja eigentlich ziemlich viele Inventory-Panel gebaut. Ich glaube, 5, 6 Stück oder sowas. Aber die sind alle super, super langsam. Denn... Na, was wird denn hier? Achso, jetzt fehlt ein Eye of Ender. Wo haben wir stehen geblieben? Achtung, warte, bam, zack. Haben wir kein Blaze-Zeug mehr? Ja, wir haben Blaze-Rods, aber kein Blaze-Powder. Genau, Problem war, dass wir überall keine Speed-Upgrades drin haben. Das heißt, die Sachen werden super langsam abgepumpt. Ihr seht es hier, die Items gehen eigentlich irgendwie gar nie raus. Und das ist natürlich nicht ganz so gut, ne? Deswegen, ja, muss man da gucken. So 33, das reicht auf jeden Fall. 16 Stück hätten wir gebraucht, 33 haben wir gemacht. Ist aber alles nicht ganz so wild. So, warte, dann verbinden wir die jetzt schon mal. Und jetzt kommt hier überall In-Out rein. Ah ne, warte mal, nicht In-Out. Wir hatten das letzte Mal falsch. Doch, doch, In-Out stimmt sogar. Allerdings dürfen wir nicht auf Extract Always Active stellen. Das habe ich nämlich das letzte Mal gemacht. Und dadurch sind die Items immer wieder rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und das irgendwie so bei jeder Kiste. War da nicht ganz so gut, zugegebenermaßen. Ansonsten können wir überall jetzt ein Remote Awareness Upgrade reinhauen. Und sobald wir das geschafft haben, können wir die neuen Kisten als Storage benutzen. Das Gute daran ist, wir haben relativ viele Items, wovon wir wenige haben. Oder wir haben einige Items, wovon wir sehr viele haben, wo es sich aber nicht lohnen würde, einen Cache zu machen. Deswegen ja, muss man da eben so eine Zwischenlösung finden. Und deswegen
Obsidian Chests sind ganz gut. Ich habe auch gelernt, haben mir Leute in die Kommentare geschrieben, ich habe bis jetzt immer gedacht, dass Obsidian Chests größer sind als Diamond Chests. Aber der Unterschied ist eigentlich nur, dass die Obsidian Chests Diamond Chests sind, die dann eben Blast Resistant sind. Aber für ein Lagersystem eigentlich gar nicht so dumm. Das heißt, sollte mal irgendwas passieren, sei es ein Revi, ach nee, der spielt nicht mehr, ne? Sei es ein Basti, ach nee, der spielt ja auch nicht mehr, weil Revi nicht mehr spielt. Sei es ein Creeper, dann, ja, ne? Wisst ihr Bescheid. So, das Ding ist schon mal ganz gut. Wir gucken jetzt gerade mal, dass wir hier den Anschluss wieder daran finden. So, Momentos. Das wäre dann dementsprechend hier. Oh Mann, da war eine, war was Cooles. So, warte. Gehen wir nach innen, denn das Ganze muss ja auch ans System angeschlossen werden. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo der Anschluss dafür war. Wäre hier? Ja, wäre hier, ne? Okay, warte mal, dann können wir hier mal nach oben gehen. Dann müssen wir das Ding hier gleich nur irgendwie abstellen. So, disabled, sehr gut. Und dann können wir das hier damit verbinden. Dann stellen wir dich noch auf disabled. Und dann sind wir soweit sogar ready to rumble. Das heißt, wir hätten die Storage jetzt dran angeschlossen. Und wir könnten... Ups, warte. Nee, nicht ganz so cool. Okay, wenn wir unten sind, ich wollte eh nach unten. Ja genau, wir können jetzt hier drum Items lagern. Ich würde auf jeden Fall noch innen rein Conduit for Sales machen. Ich weiß noch nicht genau, was. Was wäre denn cool hier dran? Vielleicht Stonebricks? Vielleicht sogar runde Stonebricks außen dran. Haben wir noch for Sales? Conduit Fassade. Gucken wir mal. 4 Stück brauchen wir und so viel haben wir leider nicht. Conduit Binder. Okay, müssen wir uns nochmal Binder Komposite machen. Was sind es dafür? Wundchips? Brauchen wir wirklich Wundchips dafür? Pulverizer! Dann machen wir ganz kurz ein bisschen Sawdust. That is pretty nice. Wir könnten auch auf jeden Fall mal die ganzen Maschinen hier drin upgraden, ne? Das wäre auch super hilfreich eigentlich. Also den Pulverizer auf die höchste Stufe machen, damit er hier mal ein bisschen schneller die Sachen reinballert. Wäre, glaube ich, mal gar nicht so schlecht. Ich denke, das mache ich heute Abend im Stream dann. Also für euch gestern Abend im Stream. Super verwirrend. So, komm schon, gib mir die letzte noch. Wir bauen doch nur noch. Wir bauen doch nur noch das Zeug. Conduit. Conduit da. Na so, willst du mich verarschen? Das ist schon lange geschmolzen. Also bring das jetzt ins System. Dankeschön. Sehr cool. So, Conduit for Sage. There we go. Dann kommen die hier rein. Stonebricks mit dazu. Und wie schon angesprochen, haben wir die Architecture Workbench hier irgendwo stehen? Architecture. Nein? Wo haben wir die denn? What? So? Wo steht das Ding? What? Ach Leute, ich glaube, das steht im Neta? Ich glaube, das steht im Neta. Okay, warte, dann machen wir uns mal ganz kurz eine neue. Sollte ja hoffentlich nicht so schwierig sein, oder? Haben wir irgendwas dafür? Also haben wir die Sachen dafür so? Oder zumindest so halb? So, guck mal hier. Nee, immer noch nicht so ganz. Was fehlt denn jetzt noch? Wahrscheinlich nur ein Pressure Plate? Das war nicht das Einzige, ne? Jawoll, so. Da ist sie, dann kommt die wieder hier hin. Und jetzt machen wir uns daraus gerundete oder eckig. Eine Runde ist meistens cooler, ne? Vielleicht sogar nach innen gerundet. Warte mal, können wir ganz kurz mal gucken, wie es nach innen gerundet aussieht. Ob das good is or not so good. So, dann haben wir die Conduit for Sage. Die können wir jetzt da dran packen. So. Und die nach innen gerundeten Dinger, die würden dann... Ach, dann warte, ich darf kein Shift drücken. Muss nur gucken, wie ich das jetzt mache, ohne Shift zu drücken. Geht ja gar nicht. Ich brauche einen Hammer. So, letzte Fassade drauf und jetzt könnt ihr auch sehen, wie das hier unten aussieht. Würde dann etwas so aussehen. Vielleicht wäre Holz sogar cooler, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen mal gucken, wie das aussieht, wenn wir noch mehr dazu machen. Aber an sich gefällt es mir ganz gut. Ich meine, klar, die Ecken hier, die sind weg, weil ich, glaube ich, Smooth Light aus habe. Zieht einfach so unglaublich viel FPS in Modpacks, gerade mit diesen Architecture-Graph-Blöcken und so. Deswegen bleibt das einfach mal lieber weg. Aber nach innen gerundet, ich muss sagen, ich finde es ganz cool. Und nach außen gerundet, ich habe es auch ausprobiert, aber es sieht irgendwie nicht so geil aus. Wirkt zu bullig und viel zu, ich weiß nicht, irgendwie nicht so elegant. Deswegen ja, ist das meiner Meinung nach schon ein bisschen geiler so. Deswegen, oh, warte mal. Hier haben wir noch ein kleines Loch, das ich voll vergessen habe zu stopfen. auch nicht nur eins, sondern voll viele noch. Oh, von da aus. Warte mal, dann können wir uns sogar noch eine Facade holen. Obwohl, sieht man das Ding hier? Ne, das kann man gar nicht sehen, ne? Ne, kann man von irgendwo sehen. Okay, dann ist es egal, dann machen wir das typische bayerische Pfusch am Bauding und lassen es einfach mal so hier stehen. Okay, das heißt, wir haben jetzt 16 Kisten mehr Storage. Wir können ja gerade mal ausrollen und so just for the lulz, wie viel Storage das denn mehr sind. Denn eine so eine Kiste hat 9x12, also 108 Plätze. Und das Ganze jetzt, mal das Storage, die wir gerade dazu gerechnet haben, sind mal 16, also 1728.
Das heißt, wir hätten insgesamt Platz für 1728 Stacks Items. Klingt sehr viel, oder? Klingt an sich schon sehr viel, jetzt rechnen wir das in einzelne Items um, wären 101.592 Items. Der Vorteil dabei aber, das sind nicht nur einzelne Items oder nicht nur ein Item, sondern es sind natürlich ganz viele verschiedene Items. Ich meine, so ein Cache, das Ding jetzt hier kann 160.000, der noch größere kann 640.000 Items speichern und wir können darin jetzt aber mehrere speichern, also nicht nur einen verschiedenen Item-Typ. Also schon pretty nice, würde ich einmal behaupten. Und ihr seht die ganzen Kisten hier, die letzte ist sogar noch leer, aber die war auch schon wieder voll. Lag dann aber daran, dass wir sehr viele Sachen hatten, wie zum Beispiel Bücher oder irgendwelche Items, die ich wieder rausgeschmissen habe, weil eben das System voll war. Oder hier auch Nuggets und sowas. Die haben wir einmal zum Craften gebaut und nehmen halt unglaublich viel Platz weg. Aber einen Cache dafür zu machen, würde sich nicht lohnen. Deswegen machen wir es lieber hier unten die Storage so weiter und können da immer wieder was dazu bauen, wenn wir da Bock drauf haben. Gut, und ansonsten würde ich an dieser Stelle schon sagen, was das Wort von der heutigen Folge Minecraft Sky. Wenn es so gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.